Moin Moin Tag, Servus und Grüezi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Valheim. Heute natürlich wieder mit meiner Donnergöttin Käppchen. Hi. Und mit unserem Chefkoch Knülltoni. Hallo, Hallöde. Und mit meiner flatterigen Persönlichkeit hier mit dem Umhang Nobody, hallo. Ihr Lieben, wir haben hier ein paar Feuer gezündet, nee, Spaß, wir sind wieder im Hot Hub. Ich hab's jetzt nicht gesagt. Und wollen noch mal Richtung Königin. Da habt ihr verpasst. Ich bin ja gestorben in der Nähe. Dann konnte Knödeltoni netterweise das Portal noch mal setzen. Dann sind wir hochgegangen, wo die Königin ist. Und er hat sich runtergegraben. Und dann haben wir das hier entdeckt. Also im Großen und Ganzen. Hier irgendwo war er durchgekommen. Ich weiß nicht mehr, wo genau. Ich glaube hier hinten. Genau, hier. Das ist auch wieder offen, warum auch immer. Hier sind wir dann runtergeplumpst, sind dann hier rein und haben festgestellt, oh, das ist hier so eine alte Zwergerfestung wirklich. So, da haben wir ein bisschen Platz gemacht. Was ist? Ja, direkt vor der Tür. Party? Party. Okay, ich komme. Ja, wir haben uns gemütlich gemacht, also, ne? Und das Portal hier reingesetzt und jetzt wollen wir mal durch diese kleinen Öffnungen. Oh, fuck. Was? Wieder reingefallen. Ich bin da reingeplumpst, ja. Ins Loch. Da hört ihr ihn. Ach, weiß ich, fällt du nicht auch noch rein. Ja, das war knapp. Das hört sich doch jährlich an. Wo ist er? Aber ich hatte das Loch eigentlich zugemacht. Ja, offenbar. Ich gehe nochmal rein. Ah, oh, nee, das ist ein anderes Loch. Okay. Ja, wo ist er? Ich gehe nochmal rein. Ja. Hole Holz und mach da zu. Das ist mir ein bisschen zu nervig. Wo war die Kiste? Man hört ihn, aber man sieht ihn wieder nicht. Guter Tipp, Essen. Ich renne mit 20 Energie rum, Alter. Ja. Sehr guter Tipp. Ich dachte, ihr hättet das gemacht. Ich habe mich voll gegessen. Wir haben noch nicht dran gedacht. Toll, Nobody, du lässt die anderen hungern. Genau. Irgendwer muss es ja sein. Wo ist denn jetzt diese fliegende Hämorrhoide? So, wir haben uns auch ein bisschen verbessert, ihr Lieben. Wir haben jetzt hier ganz nette Sachen. Aha. Die Marsianer greifen wieder an. Die Tripods sind ganz in der Nähe. Hört sich an, als ob der von links käme, oder? Kannst leider nicht. Der Ton ist direkt hier oben drauf. Okay. Ich meine, der ist irgendwo bei mir. Ja? Das klingt immer klarer. Ja, man hört einen Knurren. Ja, wir brauchen wirklich den Siegelbrecher. Die Kröte wird auch lauter. Wir brauchen in der Tat den Siegelbrecher, wie du eben sagtest. Ja, er hört sich näher. Er ist hier auf meiner Seite. Okay. Ich habe ihn gepult. Ja. Hä? Ah ja. Ja, ist jetzt bei dir oben. Er ist unten. Nulton ist ja unten. Entweder kommt er jetzt wieder auf der rechten Seite durch oder auf der linken oder über uns. Ich bleib mal hier auf der Seite, du kannst ja auf die andere. Ich geh mal hier links gucken, aber ich sehe ihn nicht. Kommt, glaube ich, wieder rechts oder vor. Wobei, ich höre ihn doch links jetzt. Ich sehe ihn nur nicht. Ah, über uns. Ah, da ist er. Das bringt mir nichts mit dem Teil, das ist. Ja. Machen wir das so. Springen, Action bleiben. Boah, da brennt man ja. Boah, die Armbrust macht echt krass Schaden. Ja, ja. Deutlich Wahnsinn. Mehr wie der Boden, nur das Problem ist das Nachladen halt. Ja, richtig. Deswegen brennt schon wieder alles. Hab ich hier nochmal. Da oben.
Ach, da ist er. Ey, du Ferkel. Das war's. Oh. Ja, der ist keine Gefahr mehr wie damals. Deswegen habe ich Angst. Blaue Jute hat er fallen lassen. Was? Okay. Was blaue wird? Jute. Echt? Aha. Huh. Hier gibt's neue Rezepte. Twop. Warte. Schatz, hier, Rezepte. Achte, bleiben Sie da. Also es ist eine andere Art zu sagen, ja. Riechst du das? Nee, also wir kochen. Das bringe ich exakt ein einziges Mal. Ja. Benötigt sie. Und dann habe ich Essen auf dem Tisch. Also, oder ein Schädelbasisbruch. Wir haben hier so eine Kreuzung aus beiden. Oh, hier sind Dwerge. Ich habe das gehört. Wir können ja eigentlich noch. Wo waren? Ist ja noch irgendwo hier ein Dwergerturm? Nee. Mach mal die Mine. Wo war die? War die hier weiter links? Da ist eine und da ist eine. Okay. Ah ja, ich sehe es. Hallo Mine. Immer irgendwas ist hier oben. Ja, hier ist ein Zwerg. Ah ja, ich habe ein paar gesehen. Ich habe ein paar gesehen. Achso, ich sollte mal Licht anmachen. Ach, das ist so eklig, ne, diese Minen, Alter. Die sind wirklich so abartig. Hallo, hier ist Papa. Im Film Predator. Wo sie da die Maske abnimmt und dann. Du bist so abgrundtief hässlich. Ja. Aber das ist nach meinem Geschmack der beste Predator. Teil. Außer von 2010, da gab es auch noch mal einen Teil, der auch Predator oder Predators hieß, den mochte ich auch. Obwohl dieser Reloaded da wieder ist, der war auch ganz cool. Na, ich weiß es nicht. Was macht ihr gerade? Unten aus Schlachten. Ach, da bist du. Ne, ich krieg den Eier leider nicht so. Schade. Oh, hallo? Hier geht eine Treppe hoch. Ah. Kann man das aufbrechen? Oh, das ist doch wohl eklig hoch 10. Das irgendwie aufbrechen, oder? Irgendwie nicht so, ne? Boah, wie komme ich denn hier raus, Junge? Guten Tag, Zeckenpatrol. Ach hier, die Tür ist auch auf, ihr Kollege. Okay. Ich bin hier unten. Ich bin über dir quasi. Oh shit. Oh, wir treffen uns da hinten, kann das sein? Was ist das hier, dunkel? Weiß ich nicht, was das sein soll. Genau. Oi, hier haben wir La Cucaracha. Ich muss immer meinen Stab hier ausprobieren. Wenn du kurz wartest, helfe ich dir. Also ich bin über euch hier, hab hier alles weggeräumt. Ja, wir sind auch hier dran am sauber machen. Ja, der Stab ist schon krass. Mach schon gut. Das war's aber was. So, komm mal hier durch. Da war man ja, ne? Oh, Gelee darf man nicht vergessen. Ja. Habe ich jetzt? Ja, das Gelee ist wichtig, ja, auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich es eben auch da schon mitgenommen habe. Oben habe ich es, glaube ich, mitgenommen. Du bist links rein, ne? Obwohl, hier ist noch. Hier unten sind noch welche, Schatz. Ja, ich bin da. Eis und Rom. Ja. Du warst echt krass. Ich liebe diesen Hammer. Aber ich hätte gerne. Ich hätte gerne Mjölnir. Boah. Krass. Wir fetzen hier alles kaputt. Ah.
Aber ich glaube, hier hinten geht es nicht weiter. Ja, hier auf meiner Seite ist alles tot. Sieht aber immer so, nach, so stark nach Türen aus. Hier geht es auch noch weiter. Hier muss es ja auch diese Fragmente geben, oder nicht? Da ist ein Gelee, oder? Ja. Nicht? Nö. Ja. Krass. Geh doch nochmal hoch. Ja, dann war hier nicht so ergiebig, diese Mine. Oder hast du was gefunden? Nö. Ah, ich, doch, ich habe einen Siegelbrecher. Frag mal. Wir uns, glaube ich, noch eins und dann können wir loslegen. Bist du schon hier runter komplett gegangen, Nödel Toni? Über die Brücke? Ja, ich bin auch auf beiden Seiten schon gewesen. Jetzt bin ich gerade bei dem letzten Sucher hier. So einen Sternesucher habe ich da. Er stackt da irgendwie. Hol ich eben Pfeil und Bogen runter. Das war's. Okay. Sonst. Ach, hier habe ich auch nochmal. Ah, ich habe den Standort von der Königin. Ja. Sonst Geheimtüren ist hier auch Essig. Ja, leider. Sorry, ich bin nicht länger ausgeruht. Kannst du... Ach, ich wollte gerade. Ja, gut. Spitzhacke geht am besten. Ah, cool. Okay, habe ich noch gar nicht probiert. Ja, cool. Wach, das war's, wa? Schade. Ich habe auf der rechten Seite alles platt gemacht, ich habe auf der linken Seite alles platt gemacht. Ja, okay. Ja, dann sagtest du nicht, da gibt es noch eine andere. Ja, warte. Müssen wir nochmal raus. Gele. Hier war noch Root. Der andere Mine war, wir sind da, da. Genau da, das sagt mir jetzt da nichts. Da ist eine und hier ist eine. Ich sehe das Ping hier nicht auf der Karte. Ich muss von außen pingen. Genau, unten in links in der Ecke. War es bei mir. Also wir müssen quasi, Moment mal. Hier ist eine und da ist eine. Hallo, Freund, wie geht's dir? Du hast gerade auf dich gepinkt. Nee. Ich folge dir einfach mal. Falsche Richtung, sorry, da. Ich folge dir nicht mehr. Ach, Hase wieder. Achso, Schatz, du hast noch nicht den Umhang, oder? Nein. Scheiße. Oh. Ist nicht schlimm. Das ist hier übrigens die Mine, aber wir sind auf der falschen Seite. Okay. Warte erstmal auf meine Frau. Da oben irgendwie. Was da, ne? Der hat drumherum gelaufen, ja. Ja, ich bin vor dir gerade. Gut. Ist... Kurz Ausdauer, so. Waren wir nicht gerade eben hier? Bei dieser Mine hier. Also ich habe hier zwei Minen auf jeden Fall stehen. Das war auch die, wo wir waren. Das sehe ich doch hier im Licht. Und hier waren wir schon drin. Ja, das ist die, genau, da waren wir gerade eben. Wo bist du, Knüll, Toni? Ich bin über euch. Ist da oben. Ist da oben auch also einer nochmal? Ich gucke, aber es ist hier. Ich bin nicht ausgeruht. Ja, ja. Da hinten killen gerade was. Bitte was? Bitte was? Ach, im Sucher killen die, okay.
Oh, ich bin auf einem riesigen Knochen gelandet. Und irgendwie brennt hier auch gerade der Baum, wo ich bin. Ah, endlich wird's Tag. Nicht eingreifen, Schatz. Ja, wirklich. So. Ich sehe irgendwas hier mit Feuer. Was ist das? Wo? Unten? Was brennt da? Ich weiß auch nicht. Meinst du unten? Ja, ja, unten ist mal Wasser, ja. Ja, unten, das ist bei uns. Ach, das ist unser Feuer. Ah. Ja, genau. Da seid ihr gerade unten. Wir beide. Ja. Hier ist noch der versteinerte Knochen hier. Oh, den hatten wir gelootet gehabt, oder? Das war doch der, wo wir das Zeug drin wascht. Nee, das ist neu hier. Achso, das ist ein anderer. So. Jupp. Kurz zur Info, ihr Lieben, zu Ende der letzten Folge hatten wir ja die Rede davon, auch die Extraktoren zu bauen und hierhin zu bringen. Planänderung, wir sind quasi. Blablabla. Okay, das kann ich mal wegmachen. Hier hingegangen. Da haben jetzt die Extraktoren stehen. Es ist näher. Und es ist sinniger auf jeden Fall. Schade, wir haben jetzt nur die eine Mine. Ich wollte jetzt so viel Action. Yeah! Nee, das ist alles nur Marmorgelumpe. Hm. Nein, wie komme ich denn an 20 Steine hier ran? Was soll denn der Scheiß bitte? Oh, weg. Lars, was hast du denn da für eine Fleischgabel? Was ist das denn für ein Ding, ey? Cool, pass mal auf. Mitteltaste. Stopp, ich muss das mal ausrüsten. Und mittlere Taste. Ey, warum geht's denn jetzt nicht? Ja, hab ich doch. Warum? Ist jetzt hast du ausgerüstet. Ui. Aua. Ist cool, hä? Okay. Hier habt ihr auch nochmal so einen Knochen oder so eine Rüstung, antike Rüstung. Wo ich bin. Was ist das hier? Ich liebe diesen Umhang, Alter. Ohne Scheiß. Mhm. Man muss bloß aufpassen, dass man sich nicht so sehr dran gewöhnt, oder? Aber obwohl, behaltet den er jetzt. Ja, 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 frostsicher und man kann damit fliegen, also schweben, also oder leicht fallen, wie auch immer. Anders gesagt, man gleitet und hat keinen Fallschaden. Genau. No. Alter. Es ist. Gebirge des Todes hier. Ah! Ach nee, das sind die. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Arschloch von diesen Jotunbläschen, diese roten, rot-gelben Blümchen da, diese komischen Dinger. Ja. Jetzt nochmal die Frage: Hast du ein Siegelbrecherfragment? Ich? Ja. No. Du, Schatz? Nein. Schade. Ich höre doch wieder hier. Ja, ich höre es auch. Wahrscheinlich direkt über uns. Ja, ah, ja. Abgestürzt. Nein. Gerade. Achso, das ist wieder bei unserer Base. Also bei der Dings, oder? Nee, muss irgendwo hier sein. Das war relativ laut gerade, das Google. So. Die Trompeten von Jericho. Ist er das? Da ist er doch. Der kommt genau auf mich zu, der Hundesohn. Ah, du bist da oben. Da, klatsch. Komm zu Daddy. Wo ist er? Da. Aha, ich habe wieder keine Energie mehr. Keine Ausdauer. Ach Mann, ey, Alter. Los. So gerade meine Treppe auch hoch? Ja. Ist was oben?
Weiß ich noch nicht. Du bist noch nicht oben, okay. Doch, bin nur gerade abgelenkt durch den Timer. Ich bin quasi hochgesprungen und rüber gelitten. So, der ist übrigens tot. Okay. Die fliegende Eiterblase. Er ist wirklich eklig, mal ohne Scheiß. Boah, geht das ja hoch. Hoch hinaus. Jodobläschen. Ja. 14 Stück. Yeah. Hier ist nochmal einer. Hier ist doch wieder. Blablabla. Gibt's doch nicht. Hier, wo ich bin, ist ein Schwert. Was? Ein Riesenschwert. Ach so. Ich bin mal kurz am Erkunden. Ich bin hier im Gelände, das kenne ich noch nicht. Das hatte ich noch nicht auf Karte. Ja, also so krasse. Also ich habe Knochen. Ich habe hier irgendwo ein Jal. Ich höre hier auch ein Blubbern. Ich habe auch hier diese. Ja, aber ich bin ja weiter weg wie hier. Ja, bei mir ist er. Mist. Und wo bist du? Ja, auf der Karte gucken. Ah, du bist südlich von mir. Achso, ne, ich bin jetzt hier östlich von Nobody und du bist südlich von mir. Aber hier ist auch nochmal einer, definitiv. Wimmeln ab, Platz. Ja. Wenn notwendig, geht durchs Portal. Wieso, der braucht mit dem Bogen da 7-8 Schuss, das war's. Mal gucken, du sollst immer nur versuchen, dass du da den Bauch triffst, da dieses komische... Ja. Aussehende da. Dazu muss ich ihn erstmal sehen. Ich habe mich gut versteckt, dass er mich jetzt nicht angreifen kann. Ja, wenn der erstmal rotzt, das ist... Ja, ja, du hast aber auch volle Power, oder? Weil der klaut hier, weiß ich nicht, 20 Energie oder was, wenn er dich voll trifft. Das ist jetzt also nicht die Welt. Oh, ich sehe den hier auch nicht. Oh, es gibt hier sogar Schneegipfel. Ja. Sehr hin. Ich bin oberhalb von dir, glaube ich, oder? Bist du... Ich bin, glaube ich, oberhalb von dir. Bin hier auf so einer Spitze. Dann bin ich jetzt unter dir. Weil ich höre hier oben noch Dwerger. Ja, wir haben ein bisschen Distanz hier, krass. Da bist du. Tschüss. Hey, Bakaru Banzai. Hallo Jarl, ich höre dich, du bist immer näher. Na, Frauchen. Ja, ich suche ihn, der ist ja irgendwo, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ja, ich bin auch durchgeflogen. Ich würde tippen, dass er hier irgendwo ist. Muss jetzt nicht so sehen. Irgendein Geräusch höre ich hier noch. Da hinten ist er. Wo? Bei mir, links von mir. Warte mal, ich schieße mal an. Ja, genau da. Das ist ein Felsen. Höher, bisschen höher. Da ist er gerade lang geflogen. Nee. Doch, definitiv. Da ist er irgendwo. Dann müsst ihr uns jetzt schon sehen. Oder ist wieder ein Stück voran. Geschwebt. Ja, lieben, es wird immer spannend bleiben in dem Spiel. Das liebe ich auch so an dem Spiel. Und ich freue mich so riesen. Ja, einfach nur. Ich freue mich einfach nur auf die Ashlands. Ja. Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Das ist Arschtreten des Todes auf Doom. Out of Hell.
Ja, eine weitere Herausforderung. Wie gesagt, also da, ich habe die ja schon gesehen in ihrer Zauberausrüstung da. Schutzschild, ein Schuss, Schutzschild platt, zweiter Schuss, tot. So war es ja eigentlich das erste Mal, als wir auch in die Mistland sind. Der Jarl hätte uns gnadenlos platt gemacht. Ja, Problem ist halt aber, das sind aber schon Leute, die sind schon weiter, ne? Und die haben auch ihre Magiestäbe und den ganzen Mist auf Maximum. Selbst den Schutzschildstab. Ja, aber dafür kann man diese komischen hässlichen Viecher dann auch zähmen, da diese Echsenhunde, die sehen so aus wie die Viecher hier aus Ghostbusters da, diese, die da aus Stein schlüpfen. Der Schlüsselwächter oder wie die heißen, ja. Dieser Hund. Genau. Wow, Alter. Ui. Ich bin auf dem Gipfel der Welt, Alter. Noch höher geht nicht. Hier schneit's, ich werde besteuert. Ja. Ich bin jetzt aber wirklich auf einer Spitze. Ja, war ich Ohne. auch eben, war ich auch. Nein, ich falle! Na, ich springe mal nur darüber. Also wir können uns jetzt Sachen trauen. Das ist schon geil. Das hat schon was. Schon was Erhabenes. Wow. Bin mal kurz noch mal zur Basis. Ach so, ich dachte, für kleine Wikinger. Ja, nicht während der Aufnahme. Oder hier live, live. Genau, und dann Headset mitnehmen. Richtig, wie bei der nackten Kanone einfach mal so. Ah, ich habe noch ein paar Bläschen. Also, diese Pflanzen meine ich. Ein Bläschen. Ah, und ein Wurzel. Oh, Doppelwurzel. Gut. Ich mache mal hier Eintrag. Doppelwurzel. Können was zu essen vertragen? Na, noch nicht. Serious, komm her, Devskito. Das nehme ich jetzt persönlich. Oh, hallo Dwerges. Hallo. So, seht ihr auch schon mal gerade unsere Eiterproduktion? Also wir haben uns an einem rostigen Nagel verletzt und jetzt eitert, deswegen Eiter. So. Dicke Wurzel. Wo hab ich's denn? Mal Hast du sehen, eine was hier Kiste mit drin den war. Ne? schwarzen Kernen, oder? Ich? Ja. Nein. Kerne, Was oder? Kerne? Nee. Also eine Kiste? Ja klar, schwarze Kerne steht drin. Linke Seite, wo auch die Felle sind und so. Müsste es, glaube ich, sein. Habe ich hier nicht gerade Bläschen gesehen? Haha, habe ich doch richtig gesehen. Kommt Diddy. Haben wir nicht schon mehr von den Fragmenten eben? Ne, Fragmente hatten wir, glaube ich, nur 5. Ich stehe jetzt dahin. Oh, ich hätte schon mal mehr gehabt. Was? Ah, wieder ein böser Lack gerade bei mir. Ja, bei mir war es auch ein bisschen so am Ruckeln. Und ein Brüssel. Habe ich da noch Platz? Ach komm, dann nehmen wir Yggdrasil auch noch mit. Was bist du denn? Ah, so eine eklige. Eine eklige. Hier Zecke.
Ja, es gibt den Grund, warum wir jetzt hier mit Marmor gebaut haben, ihr Lieben, weil das Einzige, was die Schäden durch das Alter halt abwenden kann. Wir wollten uns nicht die ganze Bude zerschroten. Genau. Ja. Noch eine Zecke. Ey. Ja, weißt du, wie ein Zeckenspawn oder was? Das ist ja mal ekelhaft. Dich. Ja, hab ich vergessen. Versteinerte Knochen. Ach so, dann ist ja wahrscheinlich auch wieder hier dieses Weichblad drin. Nein, das ist kein Problem. Ha, was sag ich? Na komm, noch ein. Merci. Und ich brauche noch mal zwei. Das. Sucher wieder, ey. Überrascht mich hier beim Eiterabbau. Ach, Eiter sag ich schon. Hier Weichgewebe, Glumpe. Bedingsel. So, Schatz, bist du in der Nähe von der Königinnenbase? Ja. Genau, ich bin unten quasi. Also, ich hatte. Ja. So. Was ist? Nein. Musst du aber. Ich habe den Umhang zugeworfen. Ja, ich weiß, aber nein. Das kann doch nicht sein. Gerade frisch gemacht. Ich komme aber hier irgendwo. Irgendwo hingefallen oder so? Er hingebackt ist vielleicht irgendwie. Vermute ich mir vielleicht sogar in die Scheißfelsen hier. Ah, jetzt habe ich ihn. Der okay, war. Gut. Ja, danke, Schatz. Oh, bitte. Puh, jetzt habe ich Angst gehabt. Jetzt kannst du auch hier umherhopsen. Juhu. I can see what can fly. Ja, ich nicht übertreiben. So. Warum komme ich hier nicht hoch? Man muss erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Aber so sind wir jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Definitiv. Jetzt nochmal ein Hase gewesen. Aber ich sehe. Ich hab's vergessen. Wir hatten ja schon die Enterprise, die angegriffen wurde vor über 10 Minuten. Okay. Also, ja, ja, das ist krass. Und deswegen würde ich sagen, sind wir am Ende einer Folge angelangt, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, also auch ein Abo, würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr die Glocke drückt, verpasst ihr nichts mehr. Ich bedanke mich bei meinem Frauchen Käppchen Zockt. Gerne. Die Blitzgöttin, wo auch immer dein Stab jetzt ist. Cool. Und unseren Nordpol-Südpol-Scott-Entdecker Knödel-Toni. Gerne. Ich suche dich gerade auf der Karte, ich sehe dich nicht. Bin relativ nördlich von euch. Ja. Oh, krass. Ja. Da. Ja. Ich baue gerade Weichweber, bis der Arzt kommt. Gut, ihr Lieben. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch. Und sage dann, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nobody. Tschüss. Tschüss. Arrivederci.